Dann hoffe ich, das Mittagessen hat allen geschmeckt und Sie sind alle satt geworden, denn dann geht es gleich gesättigt weiter mit dem nächsten Vortrag, Aufbau und Einsatz von Marionette Connective, das auch von Puppet Labs entwickelt wird, und der Herr Andreas Schmidt wird uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Dann übergebe ich auch gleich. Okay, danke. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen nach der Mittagspause. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, um ein Tool vorzustellen, was so aus dem DevOps-Bereich kommt. Und gestern haben wir ja schon von dem CAMS Principle gehört. CAMS für Culture, Automation, Measurement und Sharing. Und das hier fällt voll und ganz in den Automation-Bereich rein. Mein Name ist Andreas Schmidt und ich zeige den Aufbau und den Einsatz von Marionette Collective oder kurz M-Collective. Ein paar Worte zu mir und zur Firma, bei der ich arbeite. Ich bin bei Cassini Consulting. Wir sind ein IT-Beratungshaus mit zurzeit ungefähr 110 Mitarbeitern an 5 Standorten in Deutschland. Und wir arbeiten in mehreren Bereichen, eins davon aber, na klar, Systems Management mit IT-Security, System- und Netzwerkarchitektur und Konfigurations- und Deployment-Management. Das ist so ein Bereich, in dem ich mich seit einiger Zeit tummel. Okay, zu mir selber. Ich habe als Entwickler angefangen. Ich komme aus der Entwicklungsecke, habe einiges im Webbereich programmiert, viel in Java gemacht, den Java IE-Stack rauf und runter. Konnte dann aber glücklicherweise auch mal mir den Betrieb anschauen, also Operations machen, und dann auch sehen, wie man die Anwendungen, die man entwickelt, dann auch mal betreiben muss und was so dahinter steckt. Und mittlerweile bin ich so an der Schnittstelle zwischen beiden angekommen und arbeite daran mit, dass sowas wie DevOps möglich wird. Was ich in den letzten Jahren verstärkt gemacht habe, das Stichwort ist auch schon gefallen, hier auf der Konferenz Infrastructure Development, das heißt Softwareentwicklung schon, aber nicht die Entwicklung der eigentlichen App, die dann irgendwann mal im Netz steht, sondern der Komponenten, die da so im Hintergrund arbeiten, um sowas wie Deployment zu machen, Konfiguration, Continuous Delivery und sowas. Und ich finde das schon wichtig, das so zu nennen, weil je nach Organisation, in der ich mich bewege, ist das vielleicht gar nicht so einfach. Ich habe Admins, die eigentlich gar nicht programmieren wollen, was auch vollkommen okay ist. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht Entwickler, die lieber an der eigentlichen Anwendung selber entwickeln wollen, aber nicht an dem Kram, der irgendwo im Hintergrund steht. Aber trotzdem steckt auch hier viel Arbeit drin in der Infrastruktur. Und das finde ich daran wichtig. Okay, worüber möchte ich sprechen? Einstieg über Herausforderungen, die sich ergeben, wenn Umgebungen anfangen groß zu werden. Dann würde ich Marionette Collective vorstellen, was das ist, wie das aufgebaut ist, wie die Architektur aussieht, was man damit machen kann, kurz zeigen in der Demo, und am Ende noch, wobei hilft es mir eigentlich, was sind die Benefits dabei? Okay, fangen wir mal an mit den Herausforderungen. Stellen wir uns vor, ich fange an, etwas Neues zu entwickeln, keine Ahnung, irgendein Projekt oder ein Start-up, und es geht irgendwie klein los mit einer Entwicklungsumgebung, 5 Hosts, so fängt man mal an. Irgendwann möchte man ein Testsystem auch haben, und dann wird es mehr, und dann baut man die Produktionsumgebung auf, dann habe ich vielleicht 20 Hosts, dann gehe ich live, und dann ist das Ding erfolgreich und neue Features kommen rein und Kunden kommen rein, und irgendwann ein Jahr nach Go-Live habe ich dann vielleicht 200 Hosts da stehen. Und Erfolg an der Stelle ist natürlich toll, aber ich habe ja dann auch was zu tun auf diesen 200 Hosts, und was ergibt sich da so alles? Einerseits natürlich das ganze Konfigurationsmanagement. Das ist so die Ecke ConfEngine, Puppet, Chef, haben wir auch hier schon gehört. Zweiter Bereich ist Automatisierung, also nicht nur bei Konfiguration und Installation, sondern auch bei der täglichen Arbeit mit meinen ganzen Hosts. Server Orchestration fällt da rein. Also wenn ich nicht nur Puppet nutze, um eine Kiste hochzuziehen, sondern möchte, dass Gruppen von Servern in Abhängigkeit voneinander bestimmte Sachen tun, sowas ergibt sich da. Full-Stack-Konfiguration, das heißt, ich muss ja nicht nur meine Anwendung konfigurieren, sondern das fängt ja unter Umständen weit unten an, also bei IP-Adressen und Routing-Tabellen und IP-Tables-Regeln über meine Middleware bis hoch zur eigentlichen Anwendung und vielleicht sogar zu den Feature-Toggles, die ich dort drin eingebaut habe.
Okay, interessant ist die Komplexität der Verbindungen untereinander. Wenn ich vielleicht 50 Hosts habe und ich stelle den 51. daneben, ist es vielleicht gar nicht so schwer, den 51. zu konfigurieren oder so aufwendig. Aber je nachdem, wie mein System gebaut ist, muss ich vielleicht alle anderen 50 Hosts auch anpacken, um den 51. mitkonfigurieren zu können. Das heißt, da kann auch Arbeit hinterstecken. Okay, ich habe versucht, das in eine Grafik zu packen. Auf der Y-Achse, hier links, sind die Anzahl an Komponenten dargestellt. Komponente meint in diesem Sinne irgendwas, was auf meinem Host installiert ist. Das kann Low-Level sein, das kann meine IP-Tables-Regeln sein, das kann meine Tomcat-Server-XML sein, das kann aber auch die irgendwelche Business-Regeln in meiner Applikation sein, also etwas, das es zu konfigurieren gilt. Von wenige bis hier oben viele. Und hier unten die Anzahl der zu verwaltenden Hosts, auch von wenige bis viele, also viele im Sinne von, das schafft niemand mehr manuell. Dann gibt es hier unten links den Bereich der One-Offs, das heißt wenig Komponenten auf wenig Hosts. Die kann ich vielleicht noch manuell hochzielen, da brauche ich gar keine Tools. Das mache ich einmal und dann leben die Dinger und dann ist gut, dann vergesse ich die, es läuft einfach. Hier oben dann wird es irgendwann kompliziert. Ich habe zwar wenige Hosts, aber die werden vielleicht kompliziert aufgesetzt. Da muss ich am Ende viel wissen, wie die ganzen Komponenten untereinander zusammenarbeiten und konfiguriert werden. Das heißt, da habe ich Komplexitätsfrage. Hier ist der Bereich, ich habe eine einfache Konfiguration, weil da läuft vielleicht nicht so viel drauf, aber das auf vielen Hosts, also 200 Webserver. Die sind für sich genommen alle einfach aufgesetzt, aber es sind halt viele. Und naja, vielleicht kommt sogar beides zusammen. So, und mCollective ist jetzt ein Tool, was in diesem Bereich hier interessant wird. Also immer, wenn es darum geht, viele Hosts irgendwie zu bearbeiten und abzuarbeiten. Okay, wie komme ich jetzt auf einen Host drauf? Ja, na klar, mit SSH. Oder mit mCollective. Und wir hatten ja schon einige Zitate gehört, gestern, heute. mCollective ist SSH on steroids, ja, total agree. If you ever have to log onto a single box, you're doing it wrong. Was macht mCollective jetzt anders als SSH? Ein Zitat noch, Luke Kenies. CEO Puppet Labs, das bekannte Ausspruch, SSH in a for loop is not a solution. Vor allem dann, wenn es um Menge geht. Ich kann natürlich vor meinen SSH-Aufruf mir weitere Tools zum Skalieren setzen, Parallel Distributed SSH, Cluster SSH. Die bleiben aber dabei, dass das SSH ja letztendlich eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist. Also okay, ich kann über einen Hop gehen, transparent, aber es bleibt bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Und das heißt, auch wenn ich davor mir Skalierungslösungen setze, werden die mich irgendwann nicht mehr weit genug tragen, aufgrund der ganzen Verbindungen. Anderer Bereich, Infrastructure as Code, auch bekannt. Und das ist also Umgebungen nicht mehr oder vermehrt nicht manuell hochgezogen werden, sondern durch Code, der mir etwas zusammenbaut, konfiguriert und dann betreibt. Und jetzt kann sich natürlich ergeben, dass wenn Umgebungen wachsen und das zeitlich sich hinzieht, dass man sich seine Skripte zusammenbaut, seine Secret Source und vielleicht endet es dann so, ich habe hier mal einen SSH-Aufruf, ich möchte auf einen App-Server und ich restarte hier irgendwas und ja, das sollte ich als root tun, also muss ich dann ein sudo vorklemmen und dieses Restart schreibt mir irgendwelche Out-Dateien mit Ergebnissen, aber ich weiß den Namen vorher nicht, diese Out-Dateien, die können irgendwie lauten, also muss ich sie suchen und dann ausgeben, aber am Ende interessiert mich nur die vierte Spalte und in 3 Monaten habe ich wieder vergessen, was eigentlich die vierte Spalte war. War das der Exit-Code oder die Instanz-ID? Ah, ich habe es vergessen. Also hier werden viele Sachen vermengt über Rechte-Management und Parameter und sowas. Und naja, das ist vielleicht nicht ganz das, was ich mit Infrastructure as Code haben möchte im Ende.
Andere Frage ist, wenn ich irgendwo hin SSH'en möchte, muss ich natürlich auch einen Hostnamen angeben. Ich habe hier mal ein Beispiel von einer EC2-Instanz. Klar, da ist die IP-Adresse irgendwie rückwärtig reinkodiert. Und wenn ich auf der Büchse bin und Hostname ausführe, kriege ich mal wieder ganz was anderes, je nachdem, wie es aufgesetzt ist. Das heißt, die Frage ist doch eigentlich, wo liegen hier meine Metadaten über meine Umgebung? Woher weiß ich, was alles die Webserver sind und was alles die Red-Hat-Server sind und welche IP-Adressen haben die alle? Gibt es mindestens zwei Ansätze. Einmal kann man die Metadaten natürlich an zentraler Stelle halten. Das heißt, ich habe irgendwo ein LDAP-Verzeichnis, wo das alles drinsteht. Vielleicht habe ich auch nur eine Textdatei. An zentraler Stelle ist es toll, dann habe ich es da, wo ich es eigentlich brauche. Schwierig kann es werden, wenn die Umgebung tatsächlich dynamisch ist und ich nicht mehr hinterherkomme, meine zentrale Stelle abzudaten. Wenn mein Kollege zwei Büros weiter in der Cloud noch drei Webserver startet, das aber nirgendwo vermerkt, dann weiß ich da nichts von, dann kann ich da nichts mit anfangen. Also hat man irgendwie zeitlichen Lag. Anderer Ansatz ist, die Metadaten verteilt zu halten. Da sprechen wir über so Tools wie Factor oder OHI. Factor haben wir eben auch schon gesehen. Ich würde auch nochmal in der Demo das zeigen. Hierbei ergibt sich die Aufgabe des Hosts durch die Facts, die er hat. Facts können halt beliebige Dinge sein von IP-Adressen, Hostnamen, was auch immer. Ich kann es erweitern. Und damit drehe ich das Prinzip oder bin ich in der Lage, das Prinzip so ein bisschen umzudrehen. Ich sage nicht nur, du bist jetzt ein Webserver, sondern ich sage, okay, alle meine Server, die ein Bein in der DMZ haben, die das Apache installiert haben als Paket und die mein Content-Paket installiert haben, die sind für mich mal Webserver. Ich interessiere mich jetzt nicht daran, ob das drei sind oder 30 oder welches Betriebssystem drauf läuft. Ich drehe dieses Prinzip dann halt dadurch um. Okay, warum ist es hier wichtig? Marinet Collective als Tool verlässt sich sehr stark auf diese verteilten Metadaten, also auf Tools wie Factor. Ein paar Worte zu Marinet Collective im Überblick. Wenn man danach sucht bei Puppet Labs, findet man schnell den Begriff Server Orchestration Framework. Okay, trifft zu, ist vielleicht noch nicht so vielsagend. Weiterliest steht da Programmatic Execution of System Administration Actions on Clusters of Servers. Also, ich muss irgendwas programmieren, um Systemadministrationsaufgaben auszuführen, ja, auf eine Menge an Servern. Ursprünglich entwickelt von Ari Pinar, jetzt bei Puppet Labs, steht unter Apache 2-Lizenz. Und es ist ein agent-basiertes System. Das ist dieser programmatische Anteil daran. Das heißt, hier werden Agents entwickelt, die dann Aufgaben ausführen. Es ist in Ruby implementiert, 1.8.7 aufwärts. Und das hier ist der große Unterschied zum SSH-Ansatz. SSH, Punkt zu Punkt, das hier ist nach dem Broadcast-Paradigm aufgesetzt, also macht Anleihen aus dieser Messaging-Ecke. Broadcast meint, Gruppen von Servern sprechen untereinander, indem Nachrichten an alle geschickt werden. Und damit das funktioniert, brauche ich hier eine Komponente, eine Messaging-Middleware, die nach dem Publish-Subscribe-Pattern arbeitet. Okay, wie sieht das so im Überblick aus? Hier, das bin ich auf der Seite. Das sind meine Hosts, die ich erreichen und verwalten möchte. Und dazwischen als Kommunikationsvermittler steht jetzt quasi diese Messaging-Middleware als Datendrehscheibe. Das heißt, die hilft mir dabei, dass Nachrichten, die von mir abgeschickt werden, hier hinkommen und dass umgekehrt Antworten von hier wieder zurück zu mir kommen. Wie heißt das alles im M-Collective-Sprech? Das hier ist der M-Collective-Client. Das ist die Messaging-Middleware und das sind meine M-Collective-Nodes. Was läuft da so drauf? Auf dem Client brauche ich Ruby 1.8.7 aufwärts. Ich brauche den M-Collective Client als Paket und ich brauche Stomp. Das ist das Streaming Text Oriented Message Protocol. Also ein Wire-Protokoll, das für den Datenaustausch sorgt. Auf der Messaging Middleware kann ActiveMQ oder RabbitMQ laufen. Ja, ActiveMQ auch von Haus aus Stomp-fähig. Und auf meinen Nodes läuft wieder Ruby
M-Collective in einer Daemon oder in einer Server-Variante. Ich brauche Stomp, klar, ich brauche Factor und ich brauche den Agent-Code. Das heißt, der Code des Agents, der was ausführt, muss letztendlich auf allen Nodes landen. Es wäre dann zum Beispiel wieder eine Aufgabe für Puppet, diesen Agent-Code dann auch dahin zu transportieren. Ein Begriff, der noch wichtig ist, ist der des Collectives. Diese Server hier sind in einem Collective organisiert. Das ist die quasi die, ja, die Einheit für diese Nachrichtenweiterleitung. Mein Client sendet die Nachrichten dann über die Middleware an das Collective. Und ich habe Möglichkeiten, hier zu schneiden. Es gibt so den Begriff des Sub-Collectives. Das heißt, ich kann Unterteilungen machen meines Collectives. Beispiel kann sein, das Haupt-Collective ist alle meine Server in Europa. Das Sub-Collective ist alle Server in den Niederlanden. Das ist ein Teil davon. Kann auch ein Schnitt sein, wie Collective sind im Prinzip alle meine Server und ich habe Sub-Collective für meine Testumgebung, für meine Stage-Umgebung und für meine Produktionsumgebung. Also das kann auch ein möglicher Schnitt sein. So, ich möchte vielleicht nicht immer das gesamte Collective adressieren, sondern eine genauere, zielgerichtete Kommunikation zu meinen Nodes haben. Und da kommt jetzt wieder Factor ins Spiel. Factor bietet halt eine ganze Menge an sogenannten Facts. Ich habe hier mal zwei rausgegriffen. Das eine ist Operating System, das andere ist IP-Address. Und alle grünen Hosts sollen die sein, bei denen, auf denen CentOS installiert ist. Also Operating System gleich CentOS. Dann habe ich hier ein paar grüne Hosts. Also nicht alle haben CentOS. Die anderen haben irgendwelche anderen Betriebssysteme. Und mit der Umrandung hier, das sind diejenigen Hosts, die eine IP-Adresse haben, die regulärer Ausdruck mit 10.1.30 irgendwas beginnt, im bestimmten LAN liegen. Das sind dann halt die hier. Und diese Facts kann ich zur Adressierung nutzen. Ich kann auch beide zusammen kombinieren. Das heißt, die grünen Hosts mit der Umrandung sind alle meine CentOS-Büchsen aus dem bestimmten WLAN. Und so bin ich in der Lage, gezielt Mengen an Servern zu adressieren, nicht anhand ihres Hostnamens, sondern anhand ihrer Eigenschaften, dessen, was sie eigentlich für mich darstellen sollen. Das ist ein anderes Adressierungsschema. Okay, wie sieht so ein Ablauf aus? Ich sitze am Client und sende einen Request über Konsole oder wie auch immer an meine Middleware. Dort gibt es ein Topic. Topic im Sinne von schwarzes Brett, Request wird drangehangen, andere können gucken auf dieses schwarze Brett und mit dem Request etwas anfangen. Okay, dann hängt das, mein Request hängt auf diesem Topic hier und alle meine Hosts sind auch mit der Middleware dauerhaft verbunden und sie können das Request vom Topic lesen und das tun alle gleichzeitig. Vielleicht habe ich in meinen Request etwas eingebaut, dass nicht alle Hosts reagieren sollen, sondern nur eine Auswahl von denen. Und dann wären wir hier bei Schritt 4. Ich habe Facts mitgegeben als Filterkriterien und nur die Hosts, bei denen diese Facts passen, zum Beispiel Operating System gleich CentOS, hier die drei grünen, die führen den Agent Code auch wirklich aus. Die anderen tun einfach nichts. Okay, Agent Code wird ausgeführt, die Ergebnisse werden an die Messaging Middleware zurückgeschickt. Dort gibt es dann ein passendes Reply Topic. Und da hängen sie dann, die Ergebnisse, und der Client liest diese Ergebnisse dann aus und kann sie darstellen. Das ist der grundlegende Ablauf beim M-Collective Request. Ja, und ich habe einen Kollegen, der findet immer gute Bilder für irgendwelche Sachverhalte und er sagte, eigentlich ist das doch wie bei Lucky Luke und den Eisenbahnräubern. Ja, der Bandit hat irgendwie das Ohr auf dem Gleis und der hört, wenn er zukommt. Und wenn er zukommt, ja, dann gibt es Action. Und der Unterschied hier ist, der einzelne Node ist dann quasi der Bandit, aber der Unterschied ist, alle Nodes haben quasi das Ohr auf dem Gleis. Das heißt, alle reagieren gleichzeitig und können Anfragen gleichzeitig ausführen. Ein großer Unterschied zu ja, vielleicht bisher in SSH-Ansätzen. Okay. Ja. Wenn jetzt 3000 Server hören, okay, ich will jetzt was tun, jetzt rennen alle 3000 Server sofort gegen das gleiche Repo.
Das wird nicht funktionieren, das ist richtig. Es gibt, soweit ich weiß, im M-Collective selber eingebaut, gibt es nichts, was das verzögern würde. Aber da ich quasi den Agent-Code selber schreibe, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das selber zu implementieren, also eine Splay-Time. Kann ich sagen, gut, ich gebe mir für meine 3000 Server, gebe ich mir insgesamt 30 Minuten Zeit und rechne das irgendwie um. Und jeder Agent wartet dann zufällig zwischen einer und so und so viele Sekunden, um dann quasi selber eine Verzögerung herbeizuführen. Gut, ich würde da mal in die Demo einsteigen. Und zwar habe ich auf meinem Notebook hier habe ich vier virtuelle Maschinen. Eine davon ist die Messaging-Middleware. Das heißt, da läuft bei mir ein ActiveMQ. Und auf allen läuft außerdem M-Collective sowohl in der Server- als auch der Client-Variante. Also alle können gleichzeitig auch Client sein. Ist eine Frage, wie man sich das Setup aufbauen möchte. Und ich fange mal an mit einem einfachen Kommando. MCO Ping, also MCO ist das Hauptbinary. Und Ping ist ein, sowas wie ein Plugin-Kommando, das ich da absetzen kann. Das heißt, da geht schon ein Request an alle Nodes raus. Und man sieht hier, vier Antworten kommen zurück, werden angezeigt, einfach chronologisch in der Reihenfolge, in der die Antworten zurückgekommen sind. Und meine Nodes heißen MCO Web 2, Up 1, Web 1 und Up 2. Und die haben nach 67 bis 109 Millisekunden reagiert. Okay, damit habe ich schon mal gezeigt, dass ich meine Nodes erreichen kann. Kurzer Blick noch in Factor. Also wir haben das eben schon im Puppet-Vortrag gesehen, aber ich zeige das nochmal, was da eigentlich bei rauskommt. Wenn ich Factor aufrufe, kriege ich... Wart. Da ist sie. Keine Ahnung, warum das in meiner VM länger dauert. Kriege ich die Liste an Facts. Das können so Sachen sein wie hier meine Architektur, meine Hardware, mein Hostnamen, aber auch interessant meine ganzen Interfaces, welche Interfaces ich habe, welche MAC-Adressen ich habe, welche Kernel-Release installiert ist, Speicher, Netzmasken, Betriebssystem, SE-Linux-Dinge, Swap-Uptime. Das Interessante an Factor ist, dass es erweiterbar ist. Das heißt, ich kann mir eigene quasi Textdateien in das Factor-Verzeichnis hinzulegen, dann würden sie hier als Facts mit angezeigt und ich kann auch eigenen Code entwickeln, sogenannte Custom Facts, um Factor an der Stelle zu erweitern. Okay, und das können wir jetzt nutzen, um das auch in unsere M-Collective-Abfragen einzubauen. Ich nehme nochmal das Ping-Kommando. Ich möchte meine Abfrage jetzt aber einschränken. Das mache ich mit einem with-Filter. Und ich sage einfach mal, Hostname soll irgendwie ablauten, also mit einem regulären Ausdruck. Dann kriege ich tatsächlich nur die zurück, die auch so heißen. Ich kann das auch kombinieren. Ich mache dasselbe nochmal. Kriege ich nur meinen MCO up 2. Also jetzt eine einfache Adressierung tatsächlich wieder über Hostnamen. Es würde aber auch andere Sachen gehen. Ich kann Facts auch remote abfragen. Kommando dazu heißt MCO Facts. Und ich frage mal ab die MAC-Adresse von einem meiner Hosts. MCO Web 2. Kommt da zurück, Report for Fact MAC-Adresse und dann kriege ich hier meine MAC-Adresse. Ich kann auch andersrum fragen. Ich frage mal nach dem Hostnamen und gebe als Einschränkung, so klappt es nicht, MAC Address, gleich das zurück. Dann kommt da Web 2 raus. Also ich kann nach beliebigen Facts fragen, natürlich auch nach Custom Facts, die ich selber dort einbringen kann. Okay, das kann er auch, weil er sagt ja hier found one times. Ja, klar, ich habe ja auch nur einen Host in dem Sinne gefunden. Er kann das auch gruppieren, wenn sich ein Ergebnis ergibt, das gruppierbar ist. Es gab dort einen anderen Fact, der hieß Memory Total, also wie viel Memory installiert ist. Ich frage mal ab, MCO Facts, Memory Total. Ich gebe noch einen Verbis Flag mit.
Und dann kommt hier zurück, oh, zweimal habe ich 383 MB installiert auf App 1 und Web 2. Einmal habe ich 420 MB und einmal habe ich 500 MB auf meinem Web 1. Das heißt, Dinge, die ich sonst in meiner zentralen Stelle vielleicht vorhalten müsste, welcher Server wie viel Speicher hat und die vielleicht einfach outdaten, weil sich meine Umgebung quasi ständig ändert, kann ich so einfach auf Knopfdruck reproduzieren. Das ist dann quasi die Wahrheit. Damit läuft das Ding gerade. Okay, ein anderes Kommando heißt Inventory und zeigt noch ein paar interessante Sachen über einen bestimmten Host. Hier muss ich jetzt tatsächlich den Hostnamen mitgeben. Ups. Das hätte ich mal ins Netz schieben sollen, egal. Das fängt an mit Serverstatistiken, in welchem Collective der steckt, können ja auch mehrere sein, wie viele Messages der verbraten hat und so weiter, welche Agents installiert sind, da kommen wir gleich zu. Hier sieht man, es gibt schon sowas wie MyAgent, den zeige ich gleich mal. Das hier ist interessant, Configuration Management Classes. Das ist der Link zu Puppet. Das heißt, wenn auf meinen Nodes auch Puppet läuft, kann ich das verbinden und er würde mir hier ausgeben, welche Puppet-Klassen auf diesem Host ausrollen. Das heißt, ich kann so Geschichten machen wie starte mir alle Tomcats durch auf allen Servern, auf denen eine Tomcat-Klasse ausgerollt wurde durch Puppet, ohne zu wissen, welche Hosts es eigentlich sind, ohne zu wissen, wie viele Hosts es sind. Ist mir egal, ob ich 5 Tomcats habe oder 50, überall da, wo Puppet ein Tomcat hinlegt, kann ich auch hiermit Aktionen steuern. Ja, und hier weiter unten kommen nochmal die Facts, das haben wir aber schon gesehen. Okay, spannend ist jetzt natürlich, wie ein Agent hier aussehen kann. Und ich habe mir einen eigenen Agent geschrieben, dieser besagte MyAgent. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in den Source Code rein. Ein Agent besteht aus zwei Dateien, und zwar einmal einer DDL, Data Definition Language, habe ich halt hier gerade geöffnet, und dem eigentlichen Code, das ist ein Ruby-File. Die DDL, ja, ist im Prinzip auch Ruby, aber es sieht halt wie eine domainspezifische Sprache aus. Und der Editor hier, der kann kollapsen, und ich habe erstmal alles kollapsed und zeige das hier mal nach und nach. Oben beginnt das File mit einem Block Metadata. Das heißt, hier stehen ganz allgemeine Angaben, wofür ist das Ding, wer hat es gemacht und vielleicht ein paar technische Dinge wie Timeouts. Und dann kommen mehrere Blöcke, sogenannte Actions. Und ich habe drei Actions mal implementiert. Uptime, Uptime Details und Interface Control. Und ich klappe einfach mal die erste auf. Uptime. Ich kann hier eine Description mitgeben. Executes the Uptime Command and returns the results. Okay. Ich glaube, ich muss diese Description sogar mitgeben. Das heißt, ich kann eigentlich keine undokumentierte Schnittstelle hier bauen. Okay, executes the uptime commands, also sehr simpel. Und es hat einen Bereich Output. Und ich gebe ein Ergebnis zurück in Form einer Variable. Ich nenne es mal Result. Das ist einfach nur das, was bei Standard-Out rauskommt, wenn ich Uptime ausführe. Display as Result, also wird genauso ausgeführt. Und auf der Code-Seite, jetzt gucken wir in den Agent rein, klappe ich auch mal auf, jetzt wird es ein bisschen umfangreicher. Im Prinzip ist das nur diese eine Action und ich führe hier so im Schnellüberflug das Uptime-Kommando aus, ich lenke Standard-Out mir in eine String-Variable um und ich fülle danach eine Reply-Struktur mit diesem Ergebnis, was da rauskommt. Ja, das können wir jetzt mal machen. MCO, das Kommando lautet RPC, Remote Procedure Call. Ich muss jetzt hier angeben, welchen Agent ich adressieren möchte. Das ist der MyAgent. Und welche Action ich ausführen möchte. Uptime hieß die. Und ich gebe noch das Verbs Flag mit. Okay, er baut den Request zusammen, schickt ihn raus. 4 Server hat er gefunden. Und alle 4 Server kamen jetzt auch relativ schnell zurück und zeigen mir einfach 1:1, was bei Uptime rausgekommen ist. Die haben also alle gleichzeitig reagiert. Hier unten sieht man die Zusammenfassung. Er hat 2 Sekunden für Discovery verbraucht, das heißt zu gucken, was läuft eigentlich alles.
Der eigentliche Agent lief 265 Millisekunden im Schnitt und naja, das ergibt halt die gesamte Total Time. Ich habe das noch ein bisschen erweitert. Klappen wir das mal zu. Machen wir mal Uptime Details. Das führt auch Uptime aus. Aber im Ruby-Code schneide ich mir halt diesen String, der von Uptime zurückkommt, den schnipsel ich mir direkt an den richtigen Stellen zusammen und gebe mehrere Output-Parameter zurück. Also Time, Uptime, wie viele User drin sind und welche Load, wobei Load auch schon ein Array ist, dieser Averages über eine, 5 und 15 Minuten. Okay, und das können wir auch mal ausführen. Agent ist derselbe. Action heißt jetzt Uptime Details. Im Prinzip dasselbe Ergebnis, aber in einer quasi besseren Struktur. Also wer Ruby kennt, das ist hier einfach eine Hash. Und die Einzelteile liegen hier schon zerstückelt vor und die Load ist auch schon ein Array aus Einzelwerten. Das heißt, ich kann hier meine Übergabe von Output und Input ein bisschen besser strukturieren. Also ich muss nicht nur Text übergeben, sondern kann eigentlich eine richtige Schnittstelle bauen. Und gut, Uptime hat jetzt nur was abgefragt. Das tut ja noch nichts, ist ja noch langweilig quasi. Ich habe noch eine Action gebaut, die heißt Interface Control, Controls Network Interfaces. Was macht die jetzt? Ja, ich möchte damit Netzwerkinterfaces starten und stoppen. Dazu muss ich natürlich einmal sagen, was für ein Interface ich starten oder stoppen möchte. Und möchte ich es starten oder stoppen? Und ich habe jetzt hier zwei Inputs mal definiert. Also Input, erstes ist Interface, Interface to up or down. Und ich kann hier weitere Einstellungen treffen bezüglich dieses Inputfelds. Zum Beispiel sage ich Optional ist false, also klar, es ist mandatory. Ich muss das mitgeben, es ist ein String und ich kann hier Validierungsregeln mitgeben. Das heißt hier einen regulären Ausdruck, es muss mit ETH beginnen und mit 1 bis 9 und dann darf noch was kommen. Ich möchte also mir selber nicht ETH 0 runterfahren. Kann ich hier als Validierungsregeln mitgeben und Gesamtlänge darf 10 nicht überschreiten. Und ich habe ein zweites Input, nämlich das Kommando. Das ist jetzt hier eine Liste, ob ich das Interface hochnehmen oder runternehmen möchte. Okay, probieren wir das mal aus. Agent, my agent. Action, Interface. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie habe ich es genannt. Control ist ausgeschrieben. Jetzt muss ich Argumente mitgeben. Und ich sage mal Interface gleich ETH2. Und ich habe das nur auf einem Host konfiguriert, also vorbereitet, dass da was hoch oder runter fahren kann. Deshalb gebe ich hier noch den Filter mit. Hostnamen gleich MCO Web 1. Führe das mal aus. Oh, ich kriege einen Fehler. Action Interface Control needs a Command Argument. Genau, ich habe nämlich vergessen zu sagen, ob ich das jetzt starten oder stoppen möchte. Also, Validierung funktioniert. Und ich gebe hier noch mit Argument Command gleich up. Was der Agent letztendlich tut, er bastelt sich einfach ein Kommando zusammen, if up ETH2, also maximal simpel. Aber er gibt dann hier als Ergebnis zurück, okay, Exit-Code war 0 und das ist das Standard-Out vom if up. Und ob das funktioniert hat, kann ich jetzt mal schauen. Factor, ich will nicht alles sehen, ich will nur IP-Address sehen. Und Tatsache, ich habe hier ein ETH2. Das kann ich auch wieder runterfahren. Ich mache einfach mal Command gleich down. Status ist 0, also Exit Code war 0. Result ist leer. Okay, wenn ich if down ausführe, dann kommt einfach nichts auf Standard out. Und wenn ich mir das nochmal im Factor anschaue, ist es auch tatsächlich verschwunden. Das sind jetzt nur einfache Beispiele mit Uptime und diesem Interface Control, aber die Magic steckt halt darin, dass man sich das selber entwickeln kann, beziehungsweise selber entwickeln muss. Also alles, was man sich vorstellen kann, was man an Administrationsaufgaben tatsächlich braucht, kann man in einen Agent packen und kann man direkt ausführen lassen auf einer großen Menge an Servern.
Und das kann alles Mögliche sein. Das kann die Abfrage der RPM-Datenbank sein über alle meine Hosts, wo sind unterschiedliche Pakete installiert. Das kann LVM, das Remote-Anlegen und Zerstören von Snapshots sein, was auch immer ich in meiner täglichen Arbeit brauche. Das ist ja höchst unterschiedlich. Das heißt, man kann sehr viel da machen. Ich habe noch eine zweite Demo. Dafür brauche ich jetzt mal ein Netz. Mal gucken, ob das noch geht. Das geht noch. Und zwar, ihr seht schon hier an den Hostnamen und so, ich habe mir in der EC2 einfach mal ein paar Instanzen gestartet und selbes Setup. Eine ist die Messaging-Middleware, die andere sind M-Collective-Server und Clients. Und ich mache nochmal dasselbe im Prinzip, MCO-Ping, und guck mal, was da zurückkommt. Und da kommt ein bisschen was zurück. Wie viel haben wir jetzt hier? 12 Hosts. Und man sieht schon, die Zeiten hier sind unwesentlich länger. Es liegt natürlich auch daran, da ist mehr Infrastruktur, mehr Netzwerk drumherum. Und ich habe in der EC2 auch wirklich nur diese T1 Micro-Instanzen gekauft. Das ist halt nicht viel an Performance, was da läuft. Aber funktionieren tut's. Spannend in der EC2 ist noch, das können wir uns im Factor mal ansehen. Ich kriege durch einen Custom Factor mehr Informationen. Ich greife einfach mal nach EC2 und kriege jetzt eine Menge an Facts, die halt EC2-spezifisch sind. Welches AMI das ist und Hostnamen und Instanz-ID und was da eigentlich läuft, also diese Micro-Instanz. Und nett ist hier EC2 Placement Availability Zone. Also das läuft hier, US East. Und da kann ich ja nochmal nachfragen. MCO Facts. Diesem Placement Availability Zone. Und er sucht jetzt, ich habe ein anderes Timeout eingestellt, er sucht 10 Sekunden nach seinen gesamten Hosts, weil die natürlich ein bisschen weiter entfernt liegen, und damit er auch alle mitkriegt. Jetzt hat er alle 12 gefunden und holt sich die Facts zusammen. Jetzt sieht man hier, AP Northeast, das ist Tokio, da laufen 3. In Virginia laufen 3 und der Rest läuft in Kalifornien. Und ganz einfaches Setup. Ich habe auch nur dieselbe ActiveMQ-Instanz. Das ist wirklich die blutige Standardinstallation. Da habe ich gar nichts dran gepimpt oder so. Das läuft einfach so. Und ich kann damit meine Hosts fernsteuern. Und ich habe auch dieses Uptime-Kommando aus dem MyAgent habe ich auch deployed. Das heißt, das kann ich auch mal aufrufen. Agent, my agent, action uptime. Okay, er führt es aus. Hier jetzt einfaches Ergebnis, aber man sieht anhand der Zeitstempel, die sind bis auf eine Ausnahme, ich denke mal andere Zeitzone eingestellt, sind die alle gleich. Das heißt, es ist eigentlich egal, wo auf der Welt mein Server rumsteht, ich habe ein Kommando ausgeführt und es wurde auf allen gleichzeitig ausgeführt. Das heißt, das Broadcast-Messaging, das funktioniert einfach an der Stelle. Ich muss vielleicht hier in EC2 ein bisschen länger warten. Aber es funktioniert genauso. Okay. Das überspringe ich, das haben wir gesehen. Was sind jetzt die Benefits? Was kann ich da eigentlich wirklich mit anstellen? Wie gesagt, die Beispiele waren einfach. Und Uptime, Interface Control, das sind alles ganz einfache Sachen. Die Aufgabe besteht darin, sich zu überlegen und die Fantasie spielen zu lassen, was ich eigentlich brauche in meiner täglichen Arbeit und das dann als Agent Code zu entwickeln. Und das ist so dieser Infrastructure as Code Gedanke. Ich komme jetzt
eher wieder in den Bereich, wo ich im Systems Management und Web Operations mir meine Betriebssoftware bauen kann. Also es ist nicht mehr nur die Menge an Shell- und Perl-Skripten mit vielleicht Nachteilen, weil gewachsen und weniger dokumentiert und keine saubere Schnittstelle, sondern ich habe hier die Möglichkeit, mir für meine für meine Betriebssoftware im Hintergrund auch die Schnittstellen zu bauen, wo drin steht, was die Aufrufe erwarten, was dokumentiert ist. Ich habe die Möglichkeit, die Qualität bei der ganzen Sache zu erhöhen. Ja, wenn ich eine dokumentierte Schnittstelle habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich das später auch mal wiederverwenden kann oder dass andere das auch ganz einfach von sich selber aus verwenden können, ohne mich zu fragen, was ich mir vor 3 Jahren dabei gedacht habe, als ich dieses Perl-Skript gebaut habe. Vielleicht komme ich sogar in die Ecke, das Ganze testbar zu machen. Also wenn ich an die Schnittstelle denke und vielleicht einen No-Op-Parameter mitgebe, wenn er gesetzt ist, tut der Agent halt nichts oder macht so eine Art Dry-Run, dann kann ich auch alle meine Betriebssystemaktionen einfach testen, ob das funktioniert. Ja, bekannter Ausspruch aus der Entwicklerecke: Give me an API or give me death. Mit der API komme ich natürlich eher in die Lage, mir sowas zu bauen wie GUIs und Dashboards. Also gerade dieser GUI-Bereich ist bei M-Collective ganz spannend. Wer mal in Ruby auch Webanwendungen gebaut hat, also zum Beispiel Rails oder Sinatra, der kann sich vorstellen, dass man an der Stelle hier einfach nur M-Collective als Library mit required. Und dann braucht man, ich weiß nicht, auch auswendig 4 oder 5 Zeilen Ruby-Code, um so einen Call zu machen. Und ich habe direkt von meinem Agent die Ergebnisse auch direkt in Hashmaps und Arrays, also genau in der Struktur, in der ich es eigentlich haben will. Und das macht das Bauen von solchen GUIs enorm einfacher. Dasselbe gilt für Dashboards. Wenn ich M-Collective dafür nutze, Daten aus meiner Umgebung abzuziehen, beispielsweise NRPE-Agent oder Custom-Agents, die mir irgendwelche Files auslesen, solche Dinge, dann kann ich da auch sehr leicht Dashboards bauen. Hauptargument für mich ist allerdings Parallelität, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Die Requests, die ich raushaue, gehen an alle Server gleichzeitig und potenziell alle Server gleichzeitig antworten auch. Und das heißt, das ist ein sehr hohes Maß an Parallelität, was ich mit SSH ja, im gewissen Rahmen zwar auch erreichen kann, aber auch über ein gewisses Level hinaus vermutlich nicht. Geschwindigkeit, okay, mal abgesehen von der EC2, wo das ein bisschen langsamer geht, aber in Umgebungen, die lokal laufen, die geswitcht sind, funktioniert das alles sehr, sehr schnell. Ja, Hauptargument, die Skalierbarkeit. Wenn ich einmal meine Basisinstallation habe und meine Agents ausgerollt habe, dann ist es mir wirklich egal, ob ich 4 Knoten habe oder 40 oder 400. I fucking care. Also es ist immer dasselbe. Und ich muss mir um das weitere Wachstum meiner Umgebung weniger Gedanken machen. Also ja klar muss ich mir Gedanken machen, wie funktioniert das noch alles, aber wenigstens an dieser Administrationsecke, sobald ich die Basis habe, ist mir das egal. Ja, und das sind die, nach meiner Meinung, die Hauptvorteile von M-Collective. Okay, ja, dann wäre ich mit Folien- und Konsolenschlacht durch. Gibt's Fragen? Ja, bitte. Das sieht sehr interessant aus. In der Praxis wird man, denke ich, vieles Wiederkehrendes dann auch wieder haben und deswegen die Frage, gibt es Community-Pools an solchen Aktionen, an solchen Daten-Agents, die mir eben bestimmte Systemdaten liefern und die schon mal ein bisschen vorparsen und die man dann auslesen kann, sodass man also nicht immer das Rad da neu erfinden muss? Jein. Also bei Puppet Labs ist ein Wiki verlinkt, wo Agents liegen. Das darf man sich aber nicht vorstellen wie Puppet Forge, dass da plötzlich 200 Agents auf mich warten. Das ist echt noch klein. Ich vermute, dass es einfach daran liegt, dass die Dinge ja durchaus auch sehr speziell sein können. Während bei Puppets ist halt, bei Puppet habe ich halt diesen Rezeptgedanken und ich glaube, das ist hier noch nicht so weit. Ja. Ich habe einige Agents geschrieben, aber auch für eine spezielle Umgebung. Ja, das gibt's, aber es ist nicht sehr groß. Dahinter war noch eine Frage.
ist dieser der ganze Datenverkehr, der jetzt zwischen den Nodes und dem und der Message Queue und auch zwischen dem Client der Message Queue läuft, ist das irgendwie authentifiziert und verschlüsselt oder ist das alles Klartext? Mein Setup war Klartext jetzt, der Einfachheit halber, aber das ist alles authentifiziert und verschlüsselt. Also einmal muss ich mich gegen die Middleware connecten, da habe ich schon mal Username und Passwort. Und der zweite Schritt ist, das ist die Empfehlung auch von Puppet Labs, dass ein sogenanntes AES Security Plugin verwendet wird. Dabei werden sämtliche Nachrichten AES verschlüsselt, also symmetrisch. Und da kommt natürlich ein Sitzungsschlüssel zum Einsatz. Und der Sitzungsschlüssel wiederum wird mit einem Keypaar verschlüsselt. Und dadurch habe ich eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie ich diese auch die Autorisierung gestalten kann. Ein Beispiel ist, ich habe Named User auf meiner Umgebung. Das heißt, ich als Named User habe ein Schlüsselpaar. Auf meinem Client ist der Private Key und auf allen Hosts der Umgebung, auf denen ich ausführen darf, ist klar der Public Key. Und so funktioniert dann die Verschlüsselung. Der rückwärtige Weg kann dann zum Beispiel über Host Keys gehen. Ich kann auch alles mit einem Key verschlüsseln oder ich kann ausschließlich mit Host Keys ohne Named User verschlüsseln. Also da hat man viele Möglichkeiten. Aber ja, das gibt es auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sowieso schon Puppet in Einsatz habe, dann habe ich ja die ganze CA-Infrastruktur schon dort. Ja. Kann ich die dort auch dann weiterverwenden einfach? Ja. Man nimmt einfach die Hostkeys von Puppet weiter. Okay, und die andere Frage, gibt es auch die Möglichkeit, diese Agents in einer anderen Sprache zu schreiben oder ist man dort schon very stick to Ruby? Das ist erstmal Ruby. Also ich würde mir auch wünschen, wenn man da auf der Agent-Seite Ports hätte, ist momentan noch nicht so. Ja, dazu muss man dann tatsächlich halt Ruby können, das ist dann vielleicht eine Einschränkung. Aber Ruby ist an der Stelle auch nicht schwer, zumindest bis zu dem Punkt zu kommen, wo ich dann letztendlich einen Betriebssystem-Call absetze. Also ich kann das einfach nochmal zeigen. Im Source Code meines Agents, dieses Interface Control oder hier oben, ich sage da einfach Run und hier muss ich mir dann den Befehl zusammenstückeln. Okay, bis zu diesem Punkt muss ich zumindest Ruby können. Und später geht es dann weiter, wenn ich dieses Interface Control habe, dann stückle ich mir Kommandos zusammen, mache sie Shell Safe und solche Geschichten. Okay, da muss ich dann schon Ruby können. Das stimmt, es gibt noch keine Ports. Du hast gesagt, oder du hast gezeigt, dass man diese Facts benutzt und dass die eigentlich fast das Entscheidende sind. Ja. Die Metadaten, die verteilten, wenn man jetzt kein Puppet hat und vor allem kein Factor verteilen will, gibt es die Möglichkeit, noch auf andere Dinge zuzugreifen? Mhm. Oder ist die Schnittstelle irgendwie offen? Ja. Also sowas wie, es gibt ja bei CF Engine diese All Classes zum Beispiel, die im Prinzip sowas Ähnliches wie Facts anbietet. Mhm. Das wäre schon interessant, ob man an der Stelle halt dann darauf zugreifen könnte, weil das ja, wäre so ein bisschen der Schritt in die CF-Engine-Ecke. Hm? Okay. Sonst bleibt man ein bisschen außen vor. Ja, ich habe gesagt, Factor ist notwendig. Stimmt so in der Form gar nicht. Also ja, das ernennt es Facts bei M-Collective, aber letzten Endes, der M-Collective-Daemon, der startet, liest periodisch eine Datei aus. Und die heißt facts.yaml. Also ist ein YAML-File und die wird natürlich im einfachsten Fall über Factor befüllt. Aber niemand hindert mich daran, die auch anders zu befüllen oder manuell da hinzulegen oder so. Das ist kein Problem. Also kann ich auch einen komplett anderen Mechanismus nehmen. Ich muss nicht Factor nehmen. Cool, danke. Diese Agents, die da laufen auf den verwalteten Systemen, laufen die unter Root? Wie du magst. Es kommt darauf an, wie der M-Collective Daemon gestartet ist. Ich habe den bis jetzt immer als Root gestartet. Also ja, die laufen als Root. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe auch einen technischen User, der startet dem M-Collective Daemon und dann laufen die Agents als dieser technische User und müssen dann gegebenenfalls sudo oder irgendwas anderes machen. Also das bleibt dir überlassen. Okay, und in welche Richtung funktioniert jetzt der Verbindungsaufbau? Funktioniert der von dem Agent zu dem ActiveMQ oder andersrum? Der funktioniert vom Node aus, hier ist die Messaging-Middleware gar nicht drin, der funktioniert vom Node aus zur Middleware. Das heißt, diese Richtung muss freigeschaltet werden. Okay. Und natürlich, klar, vom Client zur Middleware, aber ja.
Und dann vielleicht gleich noch eine andere Frage hinterher. Es kommt ja immer mal vor, dass man so eine spontane Aktion hat, die man gerne auf all seinen Maschinen ausführen will. Grab irgendeinen String im Access-Log vom Apache oder sowas. Wie gehe ich mit sowas um? Gibt es dafür auch eine schöne Lösung? Eine einfache Lösung wäre ja, als Argument meinen kompletten Shell-Aufruf durchzureichen. Das ist natürlich genau das, was ich mit meinem Schnittstellen- und Infrastructure-as-Code-Gedanken ja nicht möchte. Klar, das kann ich programmieren. Ich weigere mich da irgendwie. Ne, weil wenn ich sowas machen möchte, dann nehme ich trotzdem noch ein Cluster SSH. Ich möchte das hier für sauberen Code verwenden. Also eine einfache Möglichkeit, im Prinzip irgendwas zu machen, was mir 10 Sekunden vorher erst eingefallen ist, gibt es leider nicht, nein. Okay, danke. So, gibt es weitere Fragen? Okay. Ja, dann. Doch, noch eine. Dieses Broadcast-Push auf alle Server at the same time, wie stelle ich mir das davor? Hat jetzt wirklich jeder Client immer eine offene TCP-Session zur Middleware? Jeder Node hat eine permanente Connection zur Middleware. Und inwiefern oder bis wohin skaliert jetzt diese Middleware oder kann ich das dann auch noch irgendwie verteilen oder gibt es dort dann natürlicherweise oben irgendwie auch wo Grenzen? Also Skalierung, ich selber habe es gesehen oder ich betreibe das, 250 Nodes an einem ActiveMQ, wirklich eine blutige Standardinstallation. Der kriegt 256 MB Hauptspeicher, die Java-VM nicht, und das funktioniert. Auf der Webseite bei Puppet Labs ist es auch sehr schön dargestellt, wie man Cluster aus ActiveMQ-Instanzen zusammenschaltet und dadurch natürlich viel mehr machen kann. Also Grenzen wüsste ich jetzt nicht. Ich kenne auch nicht den Umfang der größten Installation auf diesem Planeten. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mir, dass man durch diesen Ansatz ActiveMQ oder RabbitMQ kann ja auch clustern, dass man ja schon wirklich echt viel machen kann. Und gibt es auch irgendwie die Möglichkeit von wegen, okay, ich will jetzt ja nicht jedem Client Zugriff auf alle Agents geben, dass ich dort noch irgendwie separieren kann, okay, das sind jetzt die, was weiß ich, die Webserver-Jungs, die dürfen nur irgendwelche Webserver-Agents ausführen. Ja, ich kann das entweder tun über diese Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich als User mein Schlüsselpaar habe und mein Public Key ist nicht auf dem Webserver, dann kann ich da auch nichts machen. Es gibt aber auch ein Authorization Plugin bei mCollective, wo man tatsächlich auf Named User Basis oder auf irgendeine Art von Gruppenbasis, ich habe das selber nicht implementiert, aber auf Gruppenbasis kann man das dann machen, dass man sagt, okay, mein Second Level darf nur sich Status angucken oder darf etwas vielleicht durchstarten. Und der Third Level als andere Gruppe, der darf auch tatsächlich etwas stoppen und gestoppt lassen. Also das kann man machen. Es gibt da ein Authorization Model. Ja, okay. Dann ja, vielen dann Dank. Recht herzlichen Dank für den Vortrag. Ja, kleiner Hinweis noch. Wir haben